Ja, hallo meine Freunde, ich wünsche euch schöne Ostern. Und wir kommen heute mal zur Bildbearbeitung. Ich hatte vor 2 Wochen eine Story gemacht und habe dazu aufgerufen, dass er mir mal ein paar Bilder schickt, die ich für euch bearbeite. Und das werden wir heute mal machen. Ja, heute Abend gibt es dann noch ein kleines Schmankerl von mir. Ein Bild von mir für euch. Das könnt ihr bearbeiten. Das habe ich gemacht von Fritz Meinecke, falls ihr den kennt. Und da gibt es auch noch ein kleines Gewinnspiel zu, aber dazu dann heute mehr in den Stories. Heute Abend. So, ihr habt mir ein bisschen was zugeschickt. Die GTV geht leider nur 10 Minuten, darum habe ich mir jetzt 3 Bilder mal rausgepickt. Ich werde aber, wenn euch das hier gefällt, nach und nach immer mal ein paar andere Bilder noch bearbeiten. Hier von Bianca, das mache ich dann auch noch. Definitiv, die wollte mal ein kleines Feedback haben. Dazu dann aber später mehr. So, ich habe mir jetzt hier mal 3 Bilder ausgesucht. Einmal hier von Rawlord. Schöne Grüße. Und dann von David Nord, dem Nordlicht. Und von Johannes Erban. Ihr seht auch schon die bearbeiteten Bilder. Ich werde jetzt mal euch zeigen, wie ich dazu gekommen bin. Ich hoffe, ich kriege es jetzt noch mal so hin. So, dann fangen wir mal an. Jeden Fall ein schönes Drohnenbild von Magdeburg. Das erste, was mir aufgefallen ist, der Schnitt. Mir hat das hier unten nicht so ganz gefallen. Ich habe es jetzt ein bisschen beschnitten. 16 zum 9. Oh. So. Dann haben wir hier eine schöne Linie drin. Vielleicht nochmal gerade mal, mal gucken, wie es aussieht. Genau. So, dann kommen wir auch mal eine kleine Grundbearbeitung rein. Lichter ein bisschen raus. Da sehen wir dann auch schon ein bisschen was. Ich nicht, ein bisschen Belichtung ein bisschen runter. Tief ein bisschen hoch. Weiß, schwarz. So, dann können wir die Klarheit schon mal ein bisschen hochziehen. Und ich habe ein bisschen den Dunst rausgenommen. Auf jeden Fall schon mal ist gut aus. Ja, hier sieht man halt, ist mit Drohne gemacht. Ich gucke mal, was hast du da für einen ISO-Wert genommen? ISO 100. Ja, ist wahrscheinlich die 1er noch, die Mavic Pro 1, glaube ich, hast du, ja. Da sind die Bilder auf jeden Fall noch ein bisschen rauschiger. Aber gegen die Sonne ist das ja eh bei der Drohne mal ein bisschen heikel. Dann gucken wir mal mit der Schärfe. Ein bisschen maskieren wir mal das Ganze. Dass wir da ruhig eine schöne Schärfe reinkriegen. Und nehmen das Rauschen ein bisschen raus. Dann sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus. Also man zoomt ja jetzt auch beim. Wir gehen mal davon aus, dass für Instagram. Da zoomt man eh nicht so rein, aber vielleicht ein bisschen weniger. Ja. Das sieht schon ganz schick aus. Chromatische Aberration raus. Ich will mal eine kleine Vignette reinnehmen. So, dann kommen wir mal zu den Farben. Die Luminanz würde ich hier ein bisschen ganz leicht runternehmen vom Orange. Blau auch, das war so ein bisschen einsetzen. Ich persönlich würde jetzt hier die Magentatöne und Lila rausnehmen. Und beim Grün. Orange rühre ich ein bisschen rein. Und dann können wir noch ein bisschen mit den Lichtern spielen. Wenn man hier zum Beispiel die Alt-Taste oder beziehungsweise beim MacBook die
Optionstaste drückt, sieht man, welche Farbe man hat, und geht dann, ist man noch so einen schönen leichten orangen Ton rein. Und ich muss mich in den Schatten noch mal probieren, wie das aussieht. Das sieht schon ganz gut aus. Ist natürlich jetzt hier in dem Bild, wenn man hier sieht, die Sonne extrem ausgebrannt. Da hättest du vielleicht auch ein bisschen mit der. Aber bei der 1 kann man das, glaube ich, noch nicht einstellen. Also da bist du eingeschränkt gewesen. Ein Filter hätte vielleicht noch geholfen. Aber gut, dann wäre das Rauschen noch höher gegangen. Aber so schon ein schickes Bild. Jetzt gucken wir mal, wie ich das bearbeitet hatte. Ich habe es noch ein bisschen anders geschnitten. Ich hatte in den Tiefen, glaube ich, ein bisschen. So, ist aber auf jeden Fall ein schickes Bild. Ich hatte hier bei meiner ersten Bearbeitung das schon eine Weile her. Hier lila hatte ich drin gelassen, aber hier auch die Schatten. Orange, grün rausgenommen. Luminanz blau und orange ein bisschen runter, okay. Ja. Naja. Man kann jetzt hier noch ein bisschen spielen, wenn man hier das Schloss rausnimmt. Kann man auch ein bisschen auf Panorama ziehen. Sieht das schon schick aus. Tja, die Schatten ein bisschen. Ja, man kann immer ein bisschen spielen, das ist. Pinsel, die Weißtöne von den Häusern, das wirkt immer ganz. Wenn man hier die Farbe reinnimmt, dann sieht man, was man so zeichnet. Also es geht heutzutage auch schon alles mit Lightroom. Ein bisschen das Weiß ein bisschen hervorheben. Macht immer noch so ein bisschen coolen Look. Das hier wieder raus. Soll hier auch mal ein bisschen hervorheben. Bedingungen rein, so. Aber es ist halt, dass man den Dunst rauskriegt. Ich bin da überhaupt kein Fan von. Aber so sieht das schon ganz schick aus. Jetzt halt hier noch dieser. Magenta Rotton drin. Ich nehme das Rot ein bisschen rausnimmt. Die Dynamik nochmal ein bisschen hoch. Ja. Orange würde ich jetzt fast ein bisschen. Vielleicht mal spinnen gerade ein bisschen rum. So. Auf jeden Fall ein tolles Bild. Danke, dass du es geschickt hast. Ich sende dir das auch per E-Mail noch zurück. Und ja, kannst es ja gerne posten und mich verlinken, wenn du magst. So, dann hat David hier, David Nord, auch ein Kumpel von mir, ein Bild geschickt. Das ist aus London. Ja, bearbeiten wir jetzt mal schön. So, erstmal Lichter wieder raus, bisschen auffüllen, Standardbearbeitung. Klarheit ein bisschen rein. Mir ist das persönlich ein bisschen zu blau. Den Weißabgleich werde ich ein bisschen anpassen. So. Und ich habe es jetzt einfach frei geschnitten. Mir persönlich hat das hier unten nicht gefallen. Ich würde das jetzt hier halt so.
so anpassen. Das schön auf die Skyline beziehen. Ja, das. Wenn man hier sieht, das Bild ist mit dem Handy gemacht, mit dem iPhone 11 Pro. Also es ist schon, es ist nicht extrem scharf. Also es gibt schon noch Kameras, die machen das sehr gut, Profikameras. Aber das ist schon beeindruckend, was ein Handy so leisten kann, wenn man das hier so sieht. So, ich würde dann hier noch ein bisschen an den Farben, an die Farben rangehen, an die Luminanz. In dieser Gelbton, den wir drin haben. So, Orange reinnehmen. Hier. Chromatische Operation runter. Bei dem Bild braucht man eigentlich nicht viel machen. Das sieht schon ziemlich gut aus. Vielleicht unten in der Kalibrierung den Blauton ein bisschen spielen will. So. Mal gucken, was wir bei Rot machen können. Ne, das geht mir zu. Das sieht nicht so. Bei dem Gelb gefällt mir noch nicht so richtig. Dieser Sonnenschimmer hat natürlich seinen Charme. Anpassen, den Weißabgleich. Damit uns können wir ein bisschen reingehen. Schärfe würde ich jetzt noch mal ein bisschen schauen. Vielleicht Maske setzen. Ja. Das war schon ein bisschen ganz leicht bloß. Den Schatten noch was machen können. Lichter und Schatten noch mal eine kleine. Das ist hier schon so einen schönen Charme. Jeden Fall ein tolles Bild. David, hast du schön gemacht. Ich weiß nicht, wie ich es damals bearbeitet habe. Ein bisschen dunkler. Ein bisschen anderer Farbton. Also viel brauchte man jetzt hier nicht machen. Mal ein bisschen mit den Farben spielen. Hier noch ein bisschen Luminanz. Das hätte ich hier vielleicht ein bisschen mehr reingenommen. Beziehungsweise hier die Lichter und Schatten ein bisschen anders gemacht. Also da gibt es schon schöne Möglichkeiten. Also das gefällt mir auch so. Ich habe jetzt hier zwei Varianten. Das habe ich ein bisschen schmaler geschnitten. Ist etwas dunkler. Aber ich merke hier, ups, das ist etwas bläulicher. So. Ja, so ist schon schön. Das einzige Manko bei dem Bild ist vielleicht hier, das ist hier oben etwas ausgebrannt. Ja. Aber ansonsten tolles Bild. So, dann kommen wir mal zum nächsten. Da habe ich mir lange Gedanken gemacht, wie ich das bearbeite. Das ist von Johannes Erban. Und
Ich wusste nicht genau, wie ich schneiden soll. Sollen die Tapsen mit rein, nicht rein? Ja, also bis jetzt sieht es noch sehr dunkel aus. Aber die Berge sehen schon faszinierend aus. Ich mache es jetzt mal ohne Tapsen, weil ich jetzt vielleicht doch dann anders fotografiert hoch kann, wenn das jetzt hier, ja, der Bildmittelpunkt sein sollte oder dass es halt so zum Berg hinführt. Aber dafür sieht man es halt zu schwach. Vielleicht ein bisschen mehr von oben fotografiert, weiß nicht. Oder halt hier den Ausschnitt anders gewählt. Ich denke mal, wenn man es jetzt. Na, wenn man es jetzt so schneiden würde, dann wäre der Berg halt die schöne Landschaft hier abgeschnitten, den Rad ist toller. Darum würde ich jetzt. Ich würde jetzt, glaube ich, eher auf den Panorama-Modus gehen. Man sagt, man nimmt die Fläche im Berg im Zentrum des Bildes. So. Vielleicht hier noch ein Stück weg. So. Erstmal muss das Bild aufgehellt werden. Bisschen mehr Weiß rein. Man hat natürlich das Problem, dass es anfängt mit Ausbrennen hier oben. Ist schon sehr hell. Schatten hoch. Lichter erstmal runter. So, dann wird es schon relativ. Es wirkt immer noch sehr dunkel. Mal die Klarheit rein. Und Schwarz. Ja. Bisschen den Dunst, kriegen wir auch schon ein bisschen mehr Struktur ins Bild. Dann kommt das Goldige richtig schön durch. Ein bisschen. Gleich anpassen und den Pinsel, dass wir ruhig ein bisschen heller machen. Gucken, wirkt. Das dann auch weich machen, Kleid dort rausnehmen, für Struktur sieht das Bild schon mal ganz anders aus. Und dann gucken wir mal, ob wir die Farben Orangebereich noch ein bisschen stärken. Ganz, naja. Schon zu doll. Da vielleicht noch ein bisschen Schwarz reinnehmen. Allgemein ein bisschen aufwählen. Das wirkt für mich schon dieses Weiß-Schwarz mit dem Gold, das finde ich halt cool. Hier dieser Nebel. Ich würde es, glaube ich, so lassen. Ich weiß nicht, ob man denn vielleicht die Tapsen noch wegnimmt. Kann man ja hiermit relativ einfach. Ein bisschen weniger weiche Kante. Wenn ihr sagt, pass auf, wir nehmen das jetzt hier weg. Naturpinsel. So. So verschwinden. Ja. Mal ein cleanes Bild. Mal die Schärfe noch mal leicht anpassen. Also ich mache hier immer schön durch rein für Instagram 08, manchmal auch 05. Das Ganze noch ein bisschen maskieren, dass wir auch da die Schärfe haben, wo wir sie brauchen. Und dann sieht das schon echt ein bisschen ganz leicht das Rauschen rausnehmen. Und dann haben wir ein schönes Bild. Wie gesagt, tolle Bilder.
Wenn man hier guckt, wenn man jetzt hier vorher, nachher, so sah es vorher aus, nachher. Ja, schön mit Weiß gearbeitet. Sieht schon toll aus. Oder hier. Jetzt ist das andere bearbeiteter. Ja. Schöne Bilder. Ich danke euch und heute Abend kriegt ihr dann ein Bild von mir, dann seid ihr dran. Wie gesagt, ich schicke euch die Bilder nochmal zu per E-Mail. Und wenn ihr die posten möchtet, dann könnt ihr mich gerne verlinken. Ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, ob wir das nochmal machen wollen oder nicht. Oder vielleicht auch irgendwelche Tipps noch von Lightroom, was ihr wissen müsst, wollt, ja, etc. Ich wünsche euch noch einen schönen Ostersonntag. Macht's gut.